Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dishonored die Maske des Zorns, beziehungsweise zu dem dritten DLC der Brickmore Witches. Wir sind noch immer im Hauptquartier, in unserem Hauptquartier, ganz, ganz weit am Anfang. Wir können jetzt mit Thomas reden, denn wir haben beim letzten Mal ja die Runen geholt. Hier dürfte es nichts weiter geben. Ich schaue sicherheitshalber trotzdem nochmal nach. Ihr seht hier Thomas, ein Attentäter. Die meisten Attentäter sind übrigens schon verschwunden, mit denen wir geredet haben. Die haben sich schon auf den Weg gemacht und keine Ahnung, wo sie alle überall hin sind. Hier gibt es jedenfalls nichts weiter. Wir haben sogar schon Pläne gefunden, Verbesserungspläne. Ich schaue nochmal ganz kurz hier oben nach, dass wir tatsächlich hier nichts übersehen haben. Man weiß ja nicht so genau. So, die Bücher, die wir noch nicht kannten, haben wir natürlich auch gelesen. Zumindest hoffe ich mal, dass wir die Bücher noch nicht kennen. Deswegen, also die restlichen, die wir nicht gelesen haben, dass wir die tatsächlich schon kennen. Auf zu Thomas. Ich weiß, wo Lizzie Stride ist. Aber sie zu überreden, uns ihr Boot zu leihen, wird nicht leicht. Sie ist in Coldridge. Die haben wohl genug gegen sie in der Hand, um sie für 1000 Jahre einzubuchten. Ausgezeichnet. Lizzie hat Feinde in Coldridge. Wenn wir klug vorgehen, wird sie darum betteln, mit uns zusammenzuarbeiten. Sind Sie bereit, Sir? Oder soll ich warten? Ich würde sagen, wir sind bereit, Leute. Wir sind bereit, definitiv. Wir haben hier alles soweit. Deswegen auf zum Gefängnis von Coldridge. Und das Gefängnis von Coldridge, das kennen wir ja schon. Dort haben wir hier ganz, ganz am Anfang angefangen. Ja, schön. Das war die erste Mission. Rache-Tors war die erste Mission. Missionsdetails. Gegner eliminiert 0. Natürlich, es ist keiner da gewesen. Alarme können wir genauso wenig ausgelöst haben. Zivilisten haben wir natürlich keinen umgebracht. Wir hatten ja mal unsere eigenen Assassinen. Ja, unsere Mitglieder, mehr oder weniger, die Mitglieder unserer Gruppierung umbringen können. Ich glaube, dann wären wir aber selbst auch getötet worden. Ja, okay. Lustige Sache. Chaosfaktor, der ist natürlich hoch. Ich erinnere euch gerne nochmal daran, für die Leute, die jetzt vielleicht den letzten Part nicht gesehen haben. Den haben wir übernommen aus dem zweiten DLC, aus The Knife of Dunwall. Deswegen, dort war der Chaosfaktor hoch, deswegen ist er hier auch hoch. Ja, niemanden getötet, logischerweise keine Sonderaktion erreicht. Ich wusste auch nicht, welche wir dort erreichen hätten sollen, können, wie auch immer. Ja, Runen gefunden, zwei verderbte Knochenartefakte gefunden, 1 von 1. Das ist auch sehr schön, außer der Schreiner gab es gar nicht. Münzen haben wir alle 500 von 500. Sehr gut, dann können wir eigentlich mit der nächsten Mission weitermachen. Ja, so war es ja eigentlich auch gedacht. Gefängnis von Coldridge. Begnadigung für Lizzie Stride. Du benötigst Lizzie Strides Boot, um zu Delilahs Festung im Brickmore-Anwesen zu gelangen. Bedauerlicherweise ist die Anführerin der Toten, Ale, im Gefängnis von Coldridge eingesperrt und du musst sie herausholen. Delilah verlässt das Brickmore-Anwesen nicht. Warum auch? Das bedeutet, ich muss also zu ihr kommen. Das Anwesen liegt flussaufwärts, weit hinter der Quarantänegrenze. Ich brauche ein Boot. Ich lebe schon lange in Dunwalls Untergrund. Ich kenne sie alle. Bandenanführer, Puffmütter, korrupte Bürokraten. Aber was ich brauche, ist ein Schmuggler, der den Fluss kennt und den ich vertrauen kann. Es ist bezeichnend für Dunwall. Oder mich selbst. Dass gerade Lizzie Stride, nach all den Jahren, meine beste Wahl ist. Aber Lizzie Stride ist hinter Gittern. Lizzie Stride ist hinter Gittern, aber wir brauchen ihre Hilfe. Gefallen als Dout kannst du dein Netzwerk von Spionen und korrupten Händlern einsetzen, um vor jeder Mission Ausrüstungsgegenstände und Verbesserungen zu erwerben. Du kannst außerdem spezielle Gefallen kaufen. Diese Gefallen wirken sich in der Mission unterschiedlich aus. Sie offenbaren Ausrüstungsverstecke oder gar mehr Informationen. Okay, Leute, das ist interessant. So ähnlich habe ich das auch in Erinnerung aus The Knife of Dunwall. Allerdings habe ich dort nur in der zweiten Mission überhaupt mir einen Gefallen kaufen können. Und das ist irgendwo, ich weiß nicht, ob das so gedacht war oder ob ich mir einiges verwirkt habe, weil ich dann doch ein bisschen was Optionales eben nicht hinbekommen habe. Ich weiß es nicht, Leute, keine Ahnung. Aber interessant, dass wir jetzt direkt darauf hingewiesen werden. Wir schauen es uns direkt mal an. Ja, neue Verbesserung erhältlich, ist auch schön. Die Baupläne, die du gefunden hast, schalten diese Verbesserung frei. Blitzminenkapazität, Narkominenkapazität, Narkominen-Extraladung und Blitzminen-Extraladung. Alles klärchen. Wir werden uns vielleicht mal gefallen. Ja, okay. Verlegte Rune. Ah, wir haben gerade mal 506. Zack. Gefälschte Anweisung. Die gefälschte Anweisung ermöglicht es einem, deine Helfer Betäubungsminen ins Gefängnis zu bringen. Der Schlüssel zu den Munitionsschränken wird in deren Nähe versteckt. Das brauchen wir aber nicht. Ne? Betäubungsminen brauchen wir nicht. Der Chaosfaktor ist ohnehin schon hoch. Was willst du machen?
So, Aufseher Dowd, du bist als Aufseher verkleidet. Ein Aufseher wurde zum Gefängnis von Coatridge gerufen. Deine Helfer fangen ihn ab und schicken dich an seine Stelle. Wenn du diese Uniform des Aufsehers anlegst, sollten die Gefängniswachen lange genug auf deine Tarnung hereinfallen, damit du das Gefängnis betreten kannst. Das werden wir auch nicht kaufen. Dann kaufe ich mir lieber Verbesserungen. Bin ich ganz, ganz... Ja, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ist auch toll. Verbesserungen können wir nicht kaufen, aber dann sparen wir uns halt das Gold. Ist auch in Ordnung. Oder holen wir jetzt hier noch ein paar Polzen? Weiß ich nicht. 16, Explosiv haben wir 0. Kugeln. Och, pardon, Leute. Betäubungsbolzen haben wir 3 gerade mal. Narkominen haben wir keine. Granaten haben wir 4. Kabelwerkzeuge. Oh, Kabelwerkzeuge. Werde ich mir mal 1 zulegen. Man weiß nicht so genau. Da haben wir 2, da haben wir 8. Ja, ich denke mal, wir belassen das auch dabei. Die restlichen. Das restliche Gold. Das hebe ich mir lieber auch für die nächste Mission, Leute. Also für die nächsten Verbesserungen dann, wenn es dann möglich ist. Also sprich. Man kann sich ja hier die Verbesserungen vor jeder Mission kaufen, wenn man genug Gold hat. Und da ist auch die Krux irgendwo dabei. Du kannst nicht zwischendurch, wenn du dann genug Gold irgendwo gefunden hast, einfach sagen, ich möchte jetzt ein paar Verbesserungen haben. Da gibt es keinen Punkt, kein Laden, kein gar nichts. Du musst tatsächlich auf die nächste Mission warten. Was unter Umständen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen kompliziert ist oder... Ja, es ist... Weiß ich nicht, ob das so gut durchdacht war. Es hat seinen Anreiz. Ich meine, du gehst in eine Mission rein mit dem, was du hast. Und dann musst du damit leben. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Es stellt eine gewisse Herausforderung dar. Von daher will ich es auch nicht allzu sehr verurteilen, um Himmels Willen. Bisher hat es ja auch immer irgendwie geklappt. Wenn auch nicht immer wie gewünscht. Aber es hat bisher immer geklappt. So, Leute, aber wir legen mal los. Mission starten. Dort. Lizzie Stride ist da drin. Aber wir wissen nicht genau, wo. Sie spielen Aufsehermusik über die Lautsprecher. Wir konnten nicht rein. Warum die Musik? Eine der Gefangenen. Eine Spionin gestattet beim Dunwall Tower. Die Wachen haben nach Aufsehern zur Untersuchung geschickt. Ich komme mit Lizzie Stride zurück. Halt dich verborgen. Okay, alles klärchen. Missionshinweis, Lizzie Stride, die Einführung der Toten Aale und so weiter. Das habt ihr schon gehört, Leute. Unsere Aufgabe, ja, optionale Aufgaben. Gefallen, verlegte Rune. Finde die verlegte Rune, das ist mal klar. Und betritt das Gefängnis von Coatridge. Ja. Denn wir wollen ja Lizzie Stride da irgendwie rausholen. Ihr habt es gehört, auch dort sind entsprechend... Ja, es wird Musik über die Lautsprecher gespielt. Es wundert mich nicht wirklich. Ich meine, Corvo, erst Corvo, dann jetzt Dowd, beziehungsweise eigentlich zeitgleich irgendwo das Ganze. Können wir eigentlich? Ja, hier müssen wir eigentlich... Okay, es bringt uns doch nichts, wenn wir da oben lang gehen. Ist natürlich auch gut zu wissen. So, verlegte Rune, die senden irgendwo. Ah, und ihr seht schon, also wir können hier tatsächlich unsere Fähigkeiten nicht benutzen. Deswegen, zack, einmal direkt hier. So, die verlegte Rune ist da unten. Das ist das Gefängnis von Coatridge. Für diejenigen, die es nicht wissen, aber auch vielleicht nochmal für diejenigen, die es wissen, eine kleine Erinnerung. Im Gefängnis von Coatridge geht ja auch im Hauptspiel die Story erst so richtig los, beziehungsweise da geht das, fängt das Hauptspiel erst so richtig an. So, hier ist nichts weiter. Außer eben unser Gefallen, die sichere Rune. Sehr gut. Finde die verlegte Rune, ist natürlich erledigt. Wir haben einen von 2 Runen. Das ist sehr, sehr gut. Und dafür können wir uns natürlich hier auch, zack, direkt mal diese Kraft holen. Kraft anziehen. In der ersten Stufe kannst du unbelebte Gegenstände mit der rechten Maustaste aus der Ferne greifen. Du kannst Gegenstände wie Geld, Munition oder Schlüssel aus der Entfernung heraus stehlen. Andere Gegenstände außer Reichweite wie Walöltanks können so ebenfalls aufgenommen werden. In der zweiten Stufe kannst du Lebewesen und leblose Körper für etwas höhere Mana-Kosten als für unbelebte Gegenstände zu dir heranziehen. Wenn ein Gegner nah genug ist, wird er einfach hochgehoben und kann anschließend ausgeschaltet oder bewusstlos gewürgt werden. Leichen und bewusstlose Körper werden automatisch fortbewegt. Interessant. Also, das könnte tatsächlich noch interessant werden, diese Kraft, oder nützlich werden, sagen wir es mal so. Während ich hier eigentlich gerne mal auch geschaut hätte, wo wir denn letzten Endes noch ein bisschen was haben. Aber, das ist halt immer das Problem dabei. Wenn so eine Musik gespielt wird, dann hast du halt tatsächlich auch keine Chance, irgendwo diese Kräfte einzusetzen. So, ich würde aber gerne noch eins machen. Bis wohin geht denn die Musik? Bis hier, alles klar. So, das heißt, da ist das Knochen-Artefakt, aber wir können, warte mal, da rechts, da in die Richtung, da ist das Knochen-Artefakt.
Da ist ein Knochenartefakt. Da ist ein Knochenartefakt. Da ist eine Rune. Alles klar. Also mindestens 3 Knochenartefakte und eine Rune. Ja, eine Rune sowieso nur noch, weil 1 von 2 Runen. Na, eine Rune habe ich schon gefunden. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Und ja, ich sehe es auch. Hä? Muss ich das jetzt? Okay, wir haben auch weniger Lebensenergie, so wie es aussieht, sobald wir diese Musik hören. Interessant, Leute. Sehr, sehr interessant. Ich habe mich schon gewundert, warum wir auf einmal verletzt waren, aber dann wundert es natürlich nicht. So, hallo? Hey. So. Gefängnis von Coldridge. Ist natürlich aber auch lustig. Normalerweise bricht man ja tatsächlich aus Gefängnissen aus. Wir brechen in ein Gefängnis ein. Bis darüber kommen wir nicht mit unserer Kraft. Wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, was es hier noch zusätzlich für Wege gibt. Ich meine, das hier, das ist oft. Aber das Tor wurde noch nicht repariert. Wer braucht noch Tore? Wer jetzt ausbricht, wird sofort verdampft. Blitzpfeiler, das neueste von Sokolov. Aber nur wird sie auch funktionieren. Ohne funktionierende Walbrühtanks ist der Weg frei und der Gefangene kann einfach über die Brücke spazieren. Mhm. Genau. Darum ist die Schleuse leer gepumpt. Den Sturz überlebt keiner mehr. Dennoch, der Lordregent wird keinen zweiten Ausbruch tolerieren. Wir müssen höllisch aufpassen. Okay, die sind da oben. Den Sturz überlebt keiner mehr. Hat er komplett recht. Sehr, sehr schön. Allerdings ist der da als Leiche noch vorhanden. Was jetzt vielleicht auch nicht so schlau ist. Weiß nicht, kommen wir denn hier einfach so? Da ist jemand. So. Natürlich erstmal runter mit ihnen und. Mit ihm und unsere Kräfte. Ne, die können wir tatsächlich hier nicht einsetzen. So. Ich glaube, da reinzugehen wäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee. Was soll es denn? Irgendwie müssen wir ja sowieso hier reinkommen. Und das Ganze. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Okay, da schauen wir jetzt mal nicht so genau hin. Eine Leiche! Ich weiß, dass du hier bist. Was? Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Den hätten wir mal ausrangiert. Okay, alles klar, alles klärchen. Was haben wir denn hier? Ankunft des Aufsehers. Aber bevor wir das lesen, schaut euch das Ganze nochmal an. Wir sind hier, sind wir mit Corvo ausgebrochen im Hauptspiel. Das ist einfach nur genial. Dass wir hier nochmal zurückkehren. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, die haben sich jetzt keine Mühe gegeben und einfach nochmal die alten Schauplätze benutzt. Ich sage hingegen, ich freue mich, dass wir hier nochmal hinkommen. Dass wir das Ganze nochmal zu Gesicht bekommen. So, Ankunft des Aufsehers. Vergessen Sie nicht, dass ein Aufseher gerufen wurde, um den Vorfall im Verhörzimmer zu untersuchen. Bis zum Eintreffen des Aufsehers ist das Betreten des Verhörzimmers untersagt. Allen Aufsehern und anderen Besuchern ist der Zutritt zu den Zellentrakten ohne Ausnahme untersagt. Ja, das heißt, wir hätten tatsächlich hier mit der Kutte oder mit dem Mantel des Aufsehers, mit der Uniform des Aufsehers reingekommen, ohne Probleme.
Ich glaube tatsächlich, wollte man vielleicht auch hier so ein bisschen die Wirkung haben. Wie mit Corvo, als man hier ausgebrochen ist, dass man noch nicht direkt alle Kräfte hatte. Tja, wo gehen wir denn am besten lang, Leute? Der ist dort. Ich weiß nicht. Warte mal, wir sind hier. Können wir jetzt unsere Kräfte wieder nutzen? Ah, sehr, sehr schön. So, wir haben das Knochenartefakt. Dann müssen wir eigentlich. Warum? Dann machen wir das hier wieder zu erstmal. Können wir doch eigentlich erstmal da drüben reingehen. Ich weiß nicht, kommen wir jetzt auch von hier unten da oben hin? Müssen wir eigentlich erstmal. Keine Skrupel, eigene Leute zu töten. Des Ausbruchs von Corvo Atano nicht zum Dienst erschienen. Wegen grober Dienstpflichtverletzung und. Wartet mal, Leute. Achso. Rat, verurteile ich Sie hiermit. So, die verstecken sich hier nur. Das ist schon mal gut. Warum haben Sie mich gerettet? Ich suche Elizabeth Scride, eine Gefangene. Kopf einer Bande in Draper's Ward. Ja, war nicht zu überhören. Abschnitt D, Zelle D24. Hat gekämpft wie eine Wildkatze. Sie können auch im Verzeichnis in der Wachstation zwischen Abschnitt C und D nachsehen. Okay, alles klar. Ich meine, wir haben zumindest mal ein paar Leuten hier geholfen. Warum auch nicht? Was ist das hier? Ich bin desorientiert. Wo ist denn hier noch ein Aufseher? Ich meine, der ist ja schon mal tot. Machen wir die Beute nehmen. Was ist mit ihm hier? Okay, offenbar müssen wir erstmal die Musik ausschalten irgendwie. Was haben wir denn hier? So, einmal ein Beutel. Die Kanalisation von Dunwall. Alles klar, das kann man definitiv schon. Das kennen wir definitiv schon. Ich weiß nicht, warum man diese Bücher immer wieder eingebaut hat. Ich weiß es nicht, Leute. Im Endeffekt ist es ja eigentlich auch wurscht, warum man das gemacht hat. De facto mal, ich würde hier gerne sehen, wo wir hinlaufen können. So, deswegen nehmen wir das hier. Zack. It is bitter to be a coward for a minute and dead for the rest of your life. Ja, es ist besser im Moment ein Feigling zu sein, als für den Rest deines Lebens tot, ja. Das ist mal ganz klar der Fall. Ich meine, wenn du tot bist, dann kannst du halt nichts mehr machen. Was haben wir denn hier? Ach, das ist einfach nur. So, mit den beiden konnten wir ja noch nicht treten. Hallo? Mich, ob wir hier irgendwo. Das Ding da ausschalten können dann. Oh je. Okay, das war jetzt nicht so gedacht. Das geht in die Erde rein. Ich würde ja gerne auch mit denen reden können noch, ne? Ich meine, wir haben jetzt mit dem einen durften wir reden, mit den beiden jetzt nicht so wirklich. Jetzt sehe ich natürlich auch nicht, ob hier irgendwo noch irgendwelche Knochenartefakte sind. Beziehungsweise wir hatten es ja gesehen eigentlich, als wir hier im Vorraum waren, dass tatsächlich hier irgendwo Knochenartefakt eigentlich sein müsste. Theoretisch zumindest sein müsste. So, hier ist aber nichts weiter. So, hoch. Okay,
Okay, da habe ich auch schon die Ratten. Und hier werden wir tatsächlich auch reingekommen von der Seite aus, alles klärchen. Das ist ja mal interessant, Leute. Wir werden tatsächlich von der Seite aus reingekommen. Ich weiß. Okay, alles klar. Wir können hier mit keinem weiterreden, außer mit ihm. Wir können mit keinem weiterreden. Ich glaube, dann gehen wir lieber doch mal raus, sicher selber, und schauen doch nochmal von draußen. Oder haben wir hier unten drunter. Wartet mal, haben wir hier. Ne, da ist nix. Doch, hier. Alles klar. Ach ne, das ist nur ein Kabelwerkzeug. Okay, alles klar. Ein Kabelwerkzeug, auch interessant. Wir können es für uns eventuell nutzen. Eventuell können wir so auch die Alarmanlage ausschalten. Das weiß ich nicht. De facto mal können wir aber auch den bereits angesprochenen Blitzpfeiler, also von dem wir gehört haben, entsprechend ausschalten oder umpolen, auf unsere Seite holen. Aber Leute, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Ich sehe es nämlich gerade, wir haben zumindest mal den Leuten hier geholfen, so halbwegs. Hoffe ich zumindest mal. Ja, wenn es euch gefallen hat bis hierhin, ihr wisst Bescheid, ein Daumen nach oben. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr beim nächsten Mal halt wieder einschalten. Das ist auch mal ganz klar. Ich würde mich drüber freuen, das sei auch mal an dieser Stelle gesagt. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert auch meinen Kanal, teilt die Links zu den Inhalten und für Informationen, wenn was ausfällt, wenn sich was verschiebt und so weiter. Ja, die bekommt ihr auf Twitter, auf meinem Twitter-Kanal. Der Link dorthin, der befindet sich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dishonored, die Maske des Zorns. Beziehungsweise... der Brickmarvitches. Bis dahin, Leute. Ciao.